Herzlich willkommen zum Berufswahl-Event 2021. Mein Name ist Markus Roth. Ich bin Jobcoach bei der Berufsberatung Sarganserland und im OK vom Berufswahl-Event. Im Normalfall tun wir, bevor die Schülerinnen und Schüler auf die Runde, auf die Tour gehen, einen Input machen mit Lernenden auf der Bühne. Das können wir dieses Jahr leider nicht machen, weil zu viele Klassen zusammenkommen. Wir tun aber auf dem Weg den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, etwas zu erfahren von Lernenden, die das schon durchgemacht haben, den ganzen Berufsweg. Wir haben Lernende von verschiedenen Firmen und verschiedenen Berufen und sie stellen sich jetzt vorstellen und erzählen ein bisschen von ihrem Weg in der Berufswahl. Grüezi zusammen, mein Name ist Fabian Zitzesberger, ich bin 18 Jahre alt mittlerweile. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr als Konstrukteur ÖFZ bei der PAMAG. Und ja, bei mir hat eigentlich alles angefangen mit dem normalen Schulweg in der SEC. Da habe ich einen 5er Abschluss gemacht und habe mich in der zweiten SEC dann für Schnupperlehren beworben. Anfangs war das noch als Zeichner in der Fachrichtung Architektur. Dann war ich dort mal schnuppern und wir haben ein Haus besichtigt und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich für den Lift mehr interessiere als für das Haus selber. Und dann war mir eigentlich klar, dass es dann vielleicht doch nicht der richtige Beruf war. Und dann dementsprechend bin ich dann auf den Konstrukteur gekommen, habe mich dann bei verschiedenen Firmen in meiner Umgebung beworben. Hat es dann leider sehr oft nicht geklappt. Dann bin ich natürlich am Ball geblieben und dann habe ich meine jetzige Firma PAMAG Engineering gefunden. Dort dann meinen Berufsbildner kennengelernt am ersten Schnupperlehrtag und ich habe mich lustigerweise am ersten Tag gleich mal beim obersten Chef gemeldet, weil ich den Eingang nicht gefunden habe und ja genau. Dann war ich dort schnuppern, 2 Tage und ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Betrieb und sie waren auch dementsprechend zufrieden mit mir und haben mich auch eingestellt. Ja. Hallo miteinander, ich bin Leonion. Ich bin im zweiten Lehrjahr auf der Gemeinde Sarganz und momentan bin ich gerade auf dem Grundbachamt. Wie ist es dazu gekommen? am Anfang habe ich nicht recht gewusst, was ich machen will, da ich wirklich an sehr vielen Berufen Interesse hatte. Doch durch das, dass ich einfach viel mit meinen Eltern darüber geredet habe und in der Schule einfach das Thema sehr thematisiert wurde, bin ich dann einfach einmal die Berufe schnuppern, die mich wirklich interessiert haben. Das sind zwar viele verschiedene gewesen, aber ich finde, das ist einfach das Beste, weil da hat man einfach in viele verschiedene Sachen hineinschauen. Und durch das habe ich einfach gemerkt, was mir gut liegt, was mir gefällt, was mir weniger gefällt. Und schlussendlich bin ich dann auf die Gemeinde Sarganz gekommen und einfach auch durch das Personal und durch das, dass ich von Sarganz komme, habe ich mich hier beworben und bin zu guter Glück hier angenommen worden. Mein Name ist Linette Bertsch, ich arbeite bei Spitex Sarganserland und bin im dritten Lehrjahr. Ich habe auch am Anfang nicht gewusst, was ich werden will. Ich bin auch sehr viel schnuppern. Und nachher hat es mir auf der Pflege am besten gefallen. Zuerst war ich im Altersheim, also hat mir zwar auch schon dort gefallen. Und nachher habe ich gefunden, ja, ich muss auch noch andere Berufe von der Pflege anschauen. Und bin dann zur Spitex gekommen. Und nachher habe ich in der Spitex ganz viel gelernt, dass man allein auf die Runde geht, lernt Verantwortung übernehmen und das hat mir gefallen. Und nachher habe ich mich dort beworben und dann habe ich auch die Stelle bekommen. Ich bin der Robin Strauss, ich arbeite Heizungsinstallateur bei der Schenk Bruin AG. Ich war auch viele Sachen, also 3 Sachen am Schnuppern. Bodenleger, Chemiefäger und Heizungsinstallateur. Heiziger hat mir am besten gefallen. Und dann habe ich dort eine Bewerbung geschickt. Und dann haben sie mich eingestellt und jetzt arbeite ich hier. Ja, ich bin Rico Grönenfelder von Wangs. Ich bin 18 und bin jetzt im zweiten Lehrjahr als Polymechaniker bei der Firma Bartole in Flums. Ja, mein Werdegang ist eigentlich auch normal. Also ich bin einfach halt vor Oberstufe, dort bin ich so viel wie möglich schnuppern. Und dann hat mir Polymechaniker am besten gefallen. Und dann bin ich einfach noch Polymechaniker bei verschiedenen Firmen schnuppern. Und bei Bartole hat es mir einfach am besten gefallen. Ja, mein Tipp ist eigentlich, geh einfach so viel wie möglich schnuppern. Dann habt ihr einen Einblick in die verschiedenen Berufe. Und ja.
Ja, jetzt dürfen wir noch Tipp geben, den Schülerinnen und Schülern. Vielleicht geht es weiter, das Mikrofon. Aus eurer Sicht? Ja, eben wie gesagt, viel schnuppern und auch Sachen ausprobieren, wo man denkt, so, ja, mal, das könnte mir noch gefallen. Auch viel schnuppern und wie man sich für eine Berufswahl entschieden hat, auch dort verschiedene Betriebe anschauen, weil jeder ist anders. Natürlich zählt, wie schon gesagt, zu viele Schnuppern. Ich finde aber auch, ein Tipp ist einfach, eben mit den Eltern viel darüber zu reden, die Sache zu thematisieren und dann einfach das machen, was auch Freude macht. Ja, ich kann jetzt abschließend dazu noch sagen, dass meiner Erfahrung nach einfach, auch wenn es beim ersten, beim zweiten und vielleicht auch beim 20. Mal nicht funktioniert mit der Bewerbung, einfach dranbleiben, irgendwann wird es funktionieren. Weil man ist interessant, auch als Schüler, und irgendwann funktioniert es einfach und man sollte sich da nicht zu sehr deprimieren. Genau, danke vielmals. Jetzt wollen wir noch ein bisschen in den Alltag hineinschauen. KV ist ja relativ breit. Was muss man sich darunter vorstellen, deinen Alltag, Leonie, wie sieht denn der aus? Ja, jetzt bin ich eben, wie schon gesagt, auf dem Grundfachamt. Da ist es jetzt eher, ich sage jetzt mal, ein bisschen theoretischer. Also eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, im Gegensatz, ich sage jetzt mal, zum Einwohneramt ein bisschen grau. Aber auch dort, man lernt viel Interessantes, man hat einfach auch viel mit der Gemeinde selber zu tun, mit der Ortschaft, also mit den Häusern, und man weiss ein bisschen mehr, wie alles gemacht wird. Und durch das, dass man auch, ich sage jetzt mal, bei uns, tut man ja die Ämter wechseln, und auch wie nicht einmal ein Amt jetzt nicht so spannend ist für einen, geht man dann wieder auf ein anderes Amt, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr aufblüht. Und ich denke vor allem, die Abwechslung ist etwas Schönes und Gutes vom KV. Linette Spittex, Sie gehen ja in die Häuser der Leute. Ist das am Anfang speziell gewesen, komisch gewesen? Man wird sehr gut eingeführt. Man geht nicht schon von Anfang an allein auf die Runde. Erst, wenn man sich bereit fühlt. Und man hat immer das Team im Hintergrund, das man unterstützt und auch jederzeit anrufen kann. Und man lernt halt mit dem umzugehen. Ja. Jetzt bei dir, bei Schenk Bruin, wem fährst du an morgen? Oder wie sieht das aus bei dir? Ja, ich fange um 7 Uhr morgen an. Und dann arbeite ich bis am Mittag. Und dann am Nachmittag noch 12:30 bis um 16:45 Uhr. Und mir gefällt es sehr gut, weil man hat ziemlich viel Abwechslung. Man lernt auch neues Zeug, schweißen, pressen, schneiden, flexen. Ja, halt viel Handwerkliches. Bei der Bartolet Tricot hat sie ja eine Lehrlingsabteilung. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Lehrwerkstatt ist noch relativ gross. Dort haben wir einfach verschiedene Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Und dort hat es auch noch ein Büro. Ja. Und wir als Lehrling haben jetzt auch noch. Wir sind in verschiedenen Abteilungen. Also jetzt, ich bin jetzt im Moment noch in der Lehrwerkstatt. Und dann in einem Monat oder so gehe ich dann noch in eine andere Abteilung. Ja, das ist noch spannend. Dann sieht man noch alles ein bisschen. Und jetzt nimmt es uns natürlich noch Wunder, was macht denn der Konstrukteur so den ganzen Tag? Was konstruiert denn der? Ja, also bei uns ist halt einfach so, je nachdem, wo man arbeitet, zum Beispiel Bartolet macht Seilbahnenbau. Wir sind als reines Konstrukteur oder Ingenieursbüro sehr breit gefächert. Wir haben auch Aufträge aus dem Ausland. Ich bin jetzt hauptsächlich bei uns in Flums, bei der Flumburg, hauptsächlich am Arbeiten. Dort kommt es halt je nachdem, was sie anders haben wollen oder wo sie halt wieder rummeckern, wenn man das so sagen darf, müssen wir halt dann wieder anpacken und Sachen meistens abändern oder neue Sachen dazu konstruieren. Danke vielmals für den Einblick. Jetzt gehen wir weiter zu Denise Goth. Sie ist Gemeinderatsschreiberin und Berufsbildnerin auf der Gemeinde Sargans. Da haben wir das Mikrofon bitte weitergeben. Danke vielmals. Du hast jetzt auch ein bisschen zugehört, was da die Wege gewesen sind. Wie ist es denn bei euch? Was zählt bei euch, wenn man sich bei euch zum Schnuppern meldet oder geht zum Bewerben? Also bei uns ist es so, dass drei Faktoren eigentlich entscheidend sind, wenn wir die Lehrstellen ausschreiben und wenn es um die Wahl geht.
In erster Linie sind es sicher einmal Zeugnisnoten, weil anhand der Bewerbung oder schon beim Schnuppern verlangen wir eigentlich die Oberstufenzeugnis. Und dort schauen wir hauptsächlich auf den Notendurchschnitt der Hauptfächer, jetzt halt bei uns im Bereich KV, sagen wir Sprachen und Mathematik oder Medieninformatik, die jetzt dazugekommen ist in ein paar Jahren, die wir berücksichtigen. Das ist aber eigentlich so ein bisschen eher zweitrangig. Was bei uns sicher höher gewichtet wird, ist der Schnuppertag, den wir anbieten. Da sind es einfach einen Tag bei uns auf der Gemeinde, auf drei verschiedenen Ämtern. Wie es Leonie schon gesagt hat, haben sie einen Einblick in die verschiedenen Bereiche. Und das ist sicher etwas ganz Wesentliches. Und das ist auch so etwas, was ich dann mitgeben als Tipp, dass sich die jungen Schülerinnen und Schüler sehr gut vorbereitet tun auf so Schnuppertag. Weil es ist genau da so, der erste Eindruck zählt. Und der erste Eindruck jetzt bei uns hinterlässt es bei mir und ich bin die dann auch die Entscheidung trifft. Also ist es schon so, dass wir auch über den Tag sehen, natürlich die Schnupperlernenden dann beobachten. Die Ämter füllen dann auch einen Feedbackbogen aus und anhand von dem kann ich mal so ein eine Einschätzung machen, wie ist der Tag gelaufen, würde so die Person in unser Team hineinpassen, könnten wir uns das vorstellen und natürlich auch, wie sieht es denn der Schnupperlernende, das ist sicher so. Und der dritte Faktor ist, sobald jemand bei uns in die enge Auswahl kommt, holen wir natürlich die Referenzen beim Hauptlehrer ein. Weil wir entscheiden anhand von einem Tag. Der Hauptlehrer sieht es in der Schule, das ist ganz etwas anderes, wenn es unter den Gespänchen sind und wie es dort funktionieren. Und darum ist diese Einschätzung für uns schon sehr wichtig und diese Empfehlung. Ja, das sind so ein bisschen bei uns die drei Hauptpunkte, die maßgebend sind für die Wahl. Was stellst du fest, was sind die grössten Fehler oder No-Gos, die da gemacht werden von den Schülerinnen und Schülern? Also was ich immer wieder ein bisschen feststelle, ist wirklich, dass die Schülerinnen und Schüler nicht so gut vorbereitet sind beim Schnuppern. Oder was auch ein bisschen ist, dass es nicht authentisch wirken. Oder entweder ist es dann sehr eingestudiert, dass man merkt, das ist einfach nicht so, ich sage jetzt mal, altersentsprechend. Und das sind einfach so kleine Basics, wo ich einfach finde, da könnten sie wirklich sich daheim vorbereiten, mit den Eltern eben vielleicht an den Tisch sitzen und mal schauen, wie geht man denn an so einen Schnuppertag beispielsweise an. Das fängt bei der Begrüßung an. Wenn man reinkommt in ein Büro und die Mitarbeiter sagen «Guten Morgen» und es kommt einfach nichts oder «Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spass mit Schnuppern» und man läuft einfach zur Tür raus. Das sind einfach so kleine Sachen, wo eben dann der erste Eindruck vielleicht nicht ganz so positiv gestalten. Was auch ein bisschen ist, was sicher ein No-Go ist, ist, wenn bei den Bewerbungsunterlagen die falsche Anschrift steht. Das sehen wir immer wieder ein bisschen, vor allem, man merkt es dann auch vielleicht bei den Schülerinnen und Schülern, die viele Absagen bekommen und viele Bewerbungen schicken, dass man dann halt nicht mehr so genau drüber schaut und dann ja, schreiben, sie wollen sich für den Beruf interessieren, aber die Anschrift ist dann ganz eine andere als gemeinsam ganz. Da reden wir dann vielleicht von einer anderen Firma. Und das ist so ein bisschen ein No-Go, ja, wo nicht geht. Ja. Ja. Dann während der Lehre, was ist wichtig für die, die dann in die Lehre reinkommen? Und während der Lehrzeit, was sind da so die Sachen, die zählen? Ja, also während der Lehre ist sicher entscheidend auch ein bisschen, wie es auftreten ist. Dass man, ja, wie soll ich sagen, es ist immer interessant ja, zu sehen, wie die Entwicklung stattfindet. Man kann natürlich nicht erwarten, dass sie am ersten Tag von der Lehre reinkommen und schon alles wissen wie alles funktioniert. Aber es ist spannend zu sehen, wie die Entwicklung dann ist, und zwar schon nach sehr kurzer Zeit. Oder? Und da ist einfach wichtig, dass sie aufmerksam sind, dass sie sich vor allem auch getrauen, um zu fragen, wenn etwas unklar ist, dass man auch probiert, einen guten Draht, ich sage mal, zum Berufsbildner haben, insofern, dass man auch ein Vertrauen hat. Dass wenn Probleme herum sind oder irgendetwas ist, dass man zum Berufsbildner geht, dass man Lösungen kann suchen kann. Ja, das sind so wichtige Sachen und dass man halt wirklich einfach, es ist ein Entwicklungsprozess, das muss man einfach wissen, dass man halt einfach auch ja, sich kann Schwächen eingestehen und dass man auch bereit ist, dann dazu zu lernen. Und was sicher auch immer ein bisschen so ist, respektvoll gegenüber den Vorgesetzten, gegenüber den Mitarbeitenden, hilfsbereit und ich sage auch immer, was auch schön ist, ist eine gewisse Loyalität, die man spürt. Jetzt gerade ein Beispiel auch von der Leonie, sie ist von Sargans, man merkt, sie ist verbunden mit Sargans und es ist natürlich auch schön, wenn man sieht,
dass sie sich auch im allgemeinen Geschehen interessiert. Und ich glaube, das ist in jedem Betrieb so, wenn man merkt, dass die Lernenden wirklich Interesse zeigen an dem, was sie machen. Ja. Der schulische Aspekt vielleicht noch, es ist natürlich etwas anderes in der Oberstufe oder in der Berufsschule. Was zeigen da deine Erfahrungen? Wie ist der Schritt damals? Ist das schwierig? Also ich kann es jetzt natürlich nur vom KV aus beurteilen. Also ich sage jetzt einmal, ein guter Sechsschüler oder eine gute Sechsschülerin, wo immer dran ist und ein bisschen dabei bleibt von Anfang an, würde ich sagen, der macht eine KV-Lehre im E-Profil gut. Aber man kann nicht auf die Faulhaut liegen. Also es funktioniert nicht. Und es ist ein anderes Niveau, das muss man einfach sehen. Oder? In der Oberstufe hat man das Gefühl gehabt, ja, lerne ich halt die Wörter nicht, spielt nicht so eine Rolle, es klappt dann schon irgendwie. Und im KV ändert es einfach, oder? Man ist für sich selber verantwortlich. Der Lehrer interessiert es in dem Sinn nicht mehr so, hat man jetzt das gemacht. Man muss einfach abliefern am Tag X. Und das zählt dann, und bei uns zählt es halt sehr früh dann schon für das Qualifikationsverfahren. Und man hat einfach nicht grosse Reserven dann, und darum, ja, sage jetzt mal, die Anforderungen in der Schule sind sicher hoch, aber sie sind machbar. Also würde ich es jetzt abschließend sagen, ja. Wenn jemand die Lehrstelle schon hat, irgendwo in der dritten Oberstufe, im Herbst, dann hört man vielfach, die tönt sich dann auf die faule Haut liegen und denken dann, ich hasse es schon, ich mache nichts mehr in der Oberstufe. Ist das gut? Ja, ich glaube, nein, die Antwort ist klar. Nein, das ist nicht gut, und das stellen wir natürlich auch fest. Das ist schon so. Wir haben ein bisschen den Vorteil, wenn wir jetzt zum Beispiel Sarganser Schülerinnen und Schüler wählen, haben wir sehr nahe Draht zu den Lehrpersonen und sind da dann auch im regelmäßigen Kontakt. Also wenn dann die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, sie müssen nicht spuren, dann kommen wir die Meldung über und dann kann ich entsprechend reagieren. Bei auswärtigen Lernenden ist es ein bisschen schwieriger, aber dort gehe ich einfach davon aus, dass die Lehrpersonen auf den Betrieb zugehen, wenn sie feststellen, dass da Schwierigkeiten herum sind oder dass die Schülerinnen und Schüler einfach nicht mehr ein angemessenes Verhalten an den Tag legen oder eben einfach nicht mehr richtig mitmachen. Das erlebt man wirklich ab und zu ein Stück weit, vielleicht auch verständlich, oder? Wenn man die Lehrstelle hat, fühlt man sich sehr sicher, aber da finde ich einfach wirklich wichtig, dass die Lehrpersonen auf den Betrieb zugehen, weil es ist schon nochmal ein anderes Gefühl, sage ich jetzt mal, für den Schüler, wenn plötzlich der Lehrbetrieb kommt und sagt, ich habe Kenntnis davon und das geht nicht. Und sonst machen wir ein Gespräch. Und dann in der Regel, sage ich mal, sollte das fruchten. In der Regel, ja. Wie wichtig sind die Eltern in dem ganzen Prozess? Also beim Rekrutierungsprozess, aber auch nachher in der Lehre, was spielen die Eltern für eine Rolle? Ja, also ich bin persönlich der Meinung, dass die Eltern eine sehr grosse Rolle spielen in dem ganzen Prozess. Das fängt eben schon an bei der Vorbereitung auf eine Schnupperlehre, bei der Begleitung jetzt bei uns am Informationsanlass. Ich sage immer, wir haben mit den Eltern nicht wahnsinnig viel Kontakt, wenn wir kein Problem haben. Aber bei uns ist es darum auch so, dass ich die Eltern kennenlernen an einem Informationsabend. Wir haben dann später an einem Anfangslehrer einen Elternabend, damit einfach auch die Verbindung entsteht, dass sie auch sehen, wer schafft in dem Betrieb, wo sind meine Kinder untergebracht, und dass man sich einfach austauschen kann. Und ich finde schon sehr wichtig, dass die Eltern Kind begleiten in dem ganzen Prozess und vor allem auch, dass sie sich dafür interessieren, wie läuft es? Sind Schwierigkeiten herum? Wie läuft es in der Schule? Dass man vielleicht einmal nachfragt, zeig mir mal die Noten oder was hat denn der Betrieb gesagt dazu? Und ja, die Rolle der Eltern, auch wenn es dann halt junge Erwachsene würden und dann zum Teil vielleicht schon 18 und volljährig sind, finde ich trotzdem die Rolle der Eltern sehr, sehr wichtig, dass sie sich einbringen und ja, uns helfen, eigentlich die Schülerinnen und Schüler gut durch die Ausbildungen zu bringen. Ja. Prima, danke vielmals, Dönis, danke euch. Und euch natürlich weiterhin viel Erfolg in eurer Lehre. Ja, machen Sie gut.